So, jetzt haben wir es endlich geschafft. War ein bisschen knifflig, ich habe halt dummerweise immer meinen Zorn. Ausgezeichnet. Ziemlich früh verbraucht. Wenn man sich einfach den Zorn und auch die Chaosgestalt dann bei den zwei Dicken am Ende und das die dann benutzt, dann ist es relativ easy. Dann merkt man halt wieder, dass Darkness nicht einfach nur linke Maustaste bashen ist. Ist schön. Gut, jedenfalls, willkommen zurück. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die anderen Sachen sind. Ich guck mal ganz schnell auf der Karte. Das eine ist im Haus. Für das andere müssen wir da lang schwimmen. Das heißt, ich schwimme jetzt mal und dann frag ich mir noch, was das für Ketten sind, die da rasseln, wenn ich schwimme. Nicht da lang, da lang. So. Und dann, wenn wir das hier haben und das im Haus, müssen wir eigentlich fertig sein sogar. Tja, gucken, was uns jetzt erwartet. Eine epische, ich verschließe die Tür-Sequenz, wie immer. Ja. Welt des Schmerzes. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 15 Feinde mit Angriffen, die Umgebungswaffen benutzen. So ein bisschen wie bei Straga am Anfang jetzt. Also im Prinzip das. Mehr machen wir jetzt eigentlich nicht, außer Zombies mit Autos verkloppen. Ich muss halt nur aufpassen, wenn ich E drücke, dass ich nicht aus Versehen die Gegner dann hinrichte. Wenn ich versuche, ein Auto hochzuheben. So, das wäre schon mal viel gewesen. Ich kann auch theoretisch die Gegner erst ein bisschen hauen und dann einfach mit den Autos hinrichten, aber mein Gott, wir machen das so selten. Warum den Spaß nicht mal ausnutzen? Fledermäuse? Tatsächlich. Oh Gott. Nicht so einer. Oh Gott, nicht zwei von denen. Ja, wenn man denen halt zu nahe kommt. Das war wieder der falsche. Hallo, lass mich mal bitte an das Auto hier ran. Hui. Wenn man denen zu nahe kommt, dann kriegt man halt so ein bisschen Giftschaden. Komm mal her! Das Auto ist hier noch ganz. Ich wünsche mir gerade, es wäre jetzt wie bei Darksiders 2, dass man so einen Greifhandschuh hat, den man so Sachen wie Autos an sich ranziehen kann. Ich werde doch die Dicken einfach ignorieren. So gut es geht und den letzten jetzt einfach. Weil die Dinge sind echt einfach zu hartnäckig dafür. Deswegen lasse ich die einfach da rumtoben. Ich finde es halt echt schön, dass das mal so ein bisschen Abwechslung ist, so zielorientiert rumprügelt, einfach nur, oh, du bist im Weg. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Ja, auf einmal. Und man wird halt echt gut belohnt, man, sonst muss man halt, sonst kriegt man für, wenn man Sachen kaputt macht, kriegt man eine oder zwei Seelen daraus. Und so kann man sich halt echt noch ein bisschen Seelen für Verbesserungen und so zusammenfarmen. Das ist ganz amüsant. So, Alens. Ich glaube, ich weiß auch, was die letzte Challenge ist. Die dürfte amüsant werden. Die dürfte sehr amüsant werden. Ich muss jetzt nur mal gerade gucken, wo das Ding genau war. Im hinteren Haus, okay. Ach ja, genau da oben. Halt, jetzt geht die Treppe da. Okay, Aktion.
Na, ach, jetzt geht erstmal die Tür zu, natürlich. Hätte ich ja schon wieder fast vergessen, vor lauter Vorfreude. Na? Kriegszorn. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde mit der destruktiven Kraft von Kriegschaosgestalt. Und übrigens, die Dicken, diese ganz Dicken, die man ja in dieser Verteidiger-Challenge hatte, die waren übrigens, ich glaube, mit 2 Hits tot in der Chaosgestalt, also... Oh, ich liebe das so, das ist so... Ich benutze ehrlich gesagt die Chaosgestalt so gut wie gar nicht mehr. Ich finde die einfach mega übertrieben und mega unfair. Die macht das Spiel halt viel zu einfach. Aber hey! Wenn man hier gezwungen wird, die einzusetzen, warum nicht? Halt jetzt erstmal wieder ein bisschen Zorn generieren. So. Man ist halt nur sehr langsam in der Chaosgestalt. Aber der Schaden macht das wieder wett, ganz ehrlich. Der Schaden macht das sowas von wett. Gut, dann wären wir schon bei 21. Dann sind wir schon wieder fast durch. Da! Schleich dich nicht so von hinten an, du bist Kerl! Der haut mich auch nicht. Doch, er haut mich doch. Hallo? Achso. Banzai! Ich bin dicken Schiff leider nicht gekillt. Schade. Wir haben jetzt fast 2000 Seelen gekriegt. Das ist ja cool. Rage, stell deinen Teil von Kriegszorn wieder her. Ja, das ist so ein... So, Jane, kannst du mir hier auf so eine Elfsaste legen? Das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Kannst du einmal die Klappe halten? Du quatschst mir immer dazwischen. Und damit können wir halt so den Zornbalken oben halt einmal auffüllen. Ich weiß nicht, ob es nur ein Zornbalken dann ist oder ob der komplett voll geht. Jedenfalls ist das wie dieses Lebensheil-Ding. Komm, jetzt sag mir, dass das das letzte war. Jetzt redest du nicht mit mir, du... Blödmann. Anscheinend war das der letzte von ihnen. Lass uns von hier verschwinden. Vielen Dank. Du redest also doch noch mit mir. Wird sogar auf der Karte angezeigt. Weißt du, er ist nur 2 Sekunden immer da. Der verschwindet ja sofort wieder, nachdem er was gesagt hat. Aber er wird auf der Karte angezeigt. Seems legit. Ihr seid Tore, selbst wenn ihr frei seid. Was macht ihr in eurer Freizeit? Weil ich bin schon Türsteher dann in der Disco oder so. Ich bin immer noch begeistert, wie agil die doch sind. Ich meine, die können hüpfen und die können klettern. Dafür, dass es so fette Steinbrocken sind. Oh, Teil der Abgrundrüstung. Yay! Damit dürfen wir die Hälfte schon voll haben. Und wir haben gerade mal einen Bruchteil von der Story gemacht. Nice. Klappt echt gut. So. Ist das dieser Gang? Nein, der ist es nicht. Da kommen wir mal wieder nicht durch, wie immer. Dann machen wir uns jetzt mal weiter auf die Suche nach Ultan, dem mysteriösen Kerl. Ey, ich kann ja nur das Schwert unter Wasser benutzen. Wenn, seltsamerweise, ich glaube, das ist ein Bug. Das soll nicht sein, wenn ich angreife mit dem Schwert, leuchtet die Tröte kurz auf, als könnte man sie benutzen. Das sollte bestimmt nicht so sein.
Und Gott sei Dank kann Krieg ja auch unter Wasser ewig die Luft anhalten. Ich glaube, der braucht gar keine Luft. So, jetzt. Wie ruckelt es so ein bisschen? Aber nicht für die FPS, sondern jetzt will ich über unebenen Boden laufen. Da hoch, da hinten kann ich nicht hin. Ja, tun wir wieder Wulfram. Ah. Ganz vergessen, dass es die Dinger ja auch noch gibt. So wie sonst die Skelettkörper da manchmal den Kopf rausstrecken, gibt es auch hier so Explosive. Hat ja gesehen, wenn man schnell genug dran vorbei hüpft. So sieht einen das gar nicht. Hallo? Hallo? Danke! Der alte Wulgrim hat etwas Neues für dich. Ja, der alte Wulgrim, der alte Wulgrim. Der singt gerade so schön, da will ich ihn nicht stören. Ach, wir kriegen meine Finger immer noch. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Hallo, ich möchte. Die Attacken, also die Fähigkeiten hier sind schon ziemlich cool. Aber ganz ehrlich, ich werde sie nicht so oft benutzen. Ich werde es wahrscheinlich voll vergessen, dass wir die haben. Lass mich mal überlegen. Ja, da ist das. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. So, Block gegen Angriff. Halten, nein. Nein, wo ist das denn? Okay, das sind gar nicht die Sachen, die ich dachte. Okay. Können wir nämlich den da machen? Das ist die Fähigkeit, die mir die ganze Zeit gefehlt hat, die ich immer vermisst habe. Die, wie ich finde, im zweiten Teil sogar noch geiler ist. Oh, hä? Grüne Bäume, Amboss-Furt. Hier habe ich auch mal eine Zeit lang verbracht, irgendwie eine halbe Stunde so, und habe einfach alle Krähen gekillt. Ich gucke mich erstmal kurz um, bevor ich mir das Offensichtliche nehme. Aber hier gibt es nichts. Weil dann kriegen wir gleich ein bisschen Besuch. Ist es Thors Hammer? Na komm schon, worauf wartest du? Wenn du diese Hände jemals wieder benutzen möchtest, dann solltest du nicht berühren, was dir nicht gehört. Ultan. Du kennst mich also, aber ich kenne dich nicht. Und ich mag keine Fremden. Besonders keine Ungeladenen. Und wer du bist, ist vielleicht nicht so wichtig wie das, was du willst. Ich komme wegen des schwarzen Hammers. Tatsächlich? Nun, du darfst es gerne erneut versuchen. Aber danach solltest du dich hier besser nicht mehr von mir erwischen lassen. Du bist es. Was soll das jetzt? Der schwarze Hammer. Du bist es. Ganz schlauer. Mach, was du willst, aber lass mich dir ein kleines Geheimnis verraten. Der dort im Dreck ist weitaus der einfachere von uns beiden. Oh, sieh mich an, ich bin so lustig. Achtung! Halt du wirfst mit Glas nach Steinen, Junge. Diese Klinge, die du da hast, ist du nutzlos gegen Glas ihn. Steinen, vielleicht gibt Junge. Es eine andere Möglichkeit. What? Versuche groß, rot und böse zu ihm zu sein. Vielleicht hilft das ja. Es ist zu einfach. Oh, ist das alles, was du kannst? Bin ich halt groß, rot und böse.
Das ist seit Jahrtausenden nicht mehr passiert. Ja. 100 Jahre. Seit Abaddon von uns genommen wurde, habe ich für diesen Moment gebetet. Für deine Verbrechen solltest du in der Weißen Stadt gerichtet werden. Aber bis diese Welt vom Zerstörer befreit ist, bleiben uns ihre Tore verschlossen. Gerechtigkeit kann nicht warten. Ich verurteile dich hier und jetzt! Deine Gerechtigkeit kann warten, bis wir unseren kleinen Disput beendet haben, Mädchen. Man mischt sich nicht in Auseinandersetzungen ein, die einen nichts angehen. Na los, fliegt davon, Täubchen! Sonst rupfe ich euch! Blasphemie! Du bist es, der sich hier auf eine Seite schlägt, in einer Schlacht, die dich nichts angeht! Bitte! Erlaube mal! Superheldenlandung! Superheldenlandung! Yes! Das kommt dabei raus, wenn man berührt, was einem nicht gehört. Duck dich lieber! So, jetzt geht nämlich... Lass die Federn fliegen, Junge! Das Licht. Jetzt muss er nämlich einen Wettkampf mit Ultern machen. Führt ihn der Gerechtigkeit zu. Wer am Ende die meisten Gegner besiegt. Meine Kissen brauchen eine Füllung. Jetzt drücken sie vor die Chaosgestalt, so aktiv wie eine Pfosten habe ich eben gemacht. Brauche ich jetzt nicht Brüder, mehr. Macht euch bereit. Nummer 1. Meine Kissen brauchen eine Füllung! Nimm mir nicht einfach meine Gegner weg, Junge! Haut ab, Täubchen! Ich lass dich auch gewinnen! Dein Haut Ende ab, ist Täubchen! Nah. Ja, dein Ende ist nah und so. Okay. Das ist so ätzend, wenn die da in der Luft hängen. So. Geh weg, das ist meiner. Den nimmst du mir nicht. Hallo? Geh weg, das ist meiner, immer noch. Wieso hat er für den gezählt? Beschiss! Hier drüben, Fremder! Ich hoffe, dieser Alte weiß, wohin er geht. Wir sind wegen des Herzens der Quälerin hier. Erinnerst du dich? Ja, vielen Dank fürs Tür aufmachen. Der Beobachter ist nicht der Schlaueste. Ja, chill. Wir werden nicht nachgeben. Da. Ist doch runterfallen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die ins Wasser schubst. Scheinbar sterben die dann auch. Haut ab, Täubchen! Beschiss! Killstil! Wenn alle anderen stärker sind als man selbst. Ich kann zum ersten Mal, dass er so schwarzes Zeug rumflackert um seinen Hammer. Ach, was soll's. Hallo, mach die Kiste auf, Junge! Sind die in einem Wettkampf?